am Wort jetzt von den Freiheitlichen Christian Rager. Für diese Republik, für unsere Menschen, aber auch für unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer zu schaffen. Die Frage ist immer, wie man den Zugang wählt dazu. Natürlich hören wir über viele Bereiche hinweg, welche Maßnahmen zu setzen sind, aber ich glaube, heute ist ein kardinaler Fehler passiert, auch des Finanzministers, wie er an die Sache nämlich herangeht. Weil wenn wir heute unser Wirtschaftssystem in Österreich anschauen, und das ist ziemlich stark gleich abgebildet wie alle anderen europäischen Staaten, dann sehen wir heute, dass über 70% unseres Bruttonationalproduktes konsumorientiert passiert. Und wenn wir jetzt Maßnahmen setzen, die auch im Budget vorsehen, dass wir ein riesiges Defizit produzieren, dann haben wir den falschen Ansatz gewählt. Denn das, was wir als Erstes wählen müssen und das wir als Erstes setzen müssen, ist dieses Konsumverhalten nach dieser ersten Etappe der Corona-Epidemie wieder anzuheben. Und das gelingt uns nicht durch diese Maßnahmen, sondern ausschließlich dann, wenn wir direkt an die einzelnen Personen dieses Konsumverhalten anbinden werden und das erhöhen. Und das führt letztendlich zu Maßnahmen, die wir setzen wollen. Ob das jetzt der Bereich des Blumenbonus ist oder ob das Bereich der Arbeitslosengelder ist oder ob das die 1.000 Euro sind. Denn es hilft Ihnen nichts, dass Sie in Institutionen, in das Unternehmen investieren. Sie müssen es in den Arbeitnehmer investieren. Sie müssen es im Konsum investieren. Denn ich sage Ihnen die Zahlen dazu. Wir haben 400 Milliarden Budget, also 400 Milliarden Bruttonationalprodukt, Entschuldigung, 400 Milliarden Bruttonationalprodukt. Von diesen 400 Milliarden sind 282 Milliarden konsumorientiert. 25% sind Investitionen. Das heißt, wenn ich kein Konsumverhalten generiere, dann erklären Sie mir, wie der Unternehmer in seinem Bereich eine Investition setzen will. Wenn der Unternehmer keine Investition setzt, wie will er Arbeitsplätze generieren? Und daher ist dieser Kreislauf unvollendet, den Sie mit diesem Budget beschließen wollen und letztendlich auch mit Ihren Maßnahmen, die Sie heutzutage setzen. Daher kommen Sie zurück an die grundsätzliche Struktur, die wir Ihnen auch vorgegeben haben mit diesen 1.000 Euro. Auch die Gewerkschaft hat es erkannt, dass das Konsumverhalten das Entscheidende und Ausschlaggebende sein wird in dieser Zukunft, dass wir diese Corona-Krise bewältigen. Und dann sehe ich, dass wir auch eine gemeinsame Lösung finden können. Ansonsten glaube ich, dass es nach der Neuen Zürcher Zeitung letztendlich ganz klar, was sie gestern auch geschrieben hat, zum Wiederbringen ist, Sie alle träumen zwar von einer Konjunkturerholung. Faktum wird sein, dass wir 2021 noch einmal ein fetzen Defizit machen werden. Das wird es sein. So Christian Rager von der FPÖ.